Servus Leute, in dem Video möchte ich euch gern zeigen, wie man sich mit E3DC und Logo eine super günstige Wallbox selber bauen kann. Ihr seht, meine Zoe hängt ja mal gerade dran. Gut, jetzt ist die Sonne gerade verschwunden, jetzt lädt sie gerade nicht. Aber ansonsten, wenn die Sonne rauskommt, dann wird die Zoe hier über die Wallbox geladen. So, wie schafft man das, sich da so ein super günstiges System zu bauen? Das zeige ich euch jetzt. So, diese Steckdosenlader habt ihr sowieso, wenn ihr ein Elektroauto habt. Ich habe hier zum Beispiel ein System mit 3,6 Kilowatt. Das hat 269 Euro gekostet. Und das verwende ich, um die ganze Ansteuerung der Bordelektronik der Zoe zu machen. Da möchte ich mich jetzt gar nicht einmischen. Was ich tue ist, ich schalte im Prinzip diesen Stecker, das Steckerladegerät ein und aus. Und dazu habe ich mir hier so eine kleine Wallbox selber gebaut. Wie funktioniert jetzt die Ladestation, die Wallbox? Ich habe ja diesen Kasten hier. Der besteht innen aus einer Logo und einem Schütz und der spricht mit der PV-Anlage von E3DC und entscheidet sich dann, hier dieses Ladekabel anzuschalten. Im anderen Video habe ich ja berichtet, wie man die Logo mit dem E3DC Hauskraftwerk verbindet. So, und hier seht ihr jetzt die Innereien von dem Ganzen. Also hier ist eine Logo verbaut, dann habe ich einen TP-Link, der stellt die Ethernet-Verbindung her und hier außen ist noch ein Schütz mit dran. Sondern auf der Logo ist jetzt ein ganz einfaches Programm mit drauf. Da gibt es hier einen Taster. Also ich kann zunächst mal sagen, gelb und blau zusammen ist Dauerladen. Ihr seht, hier leuchtet jetzt die Lampe. Im Moment hängt kein Auto dran, also er geht jetzt hier nicht auf Laden. Der nächste Modus ist hier gelb. Und gelb bedeutet 3,6 Kilowatt ist das Limit oder ist das Kriterium, bei dem das Laden beginnt.